da bis zum Wochenende Elfen, Superhelden und andere Fantasy-Figuren entgegenkommen. Der Grund, eine neue Messe in Köln. Comic-Con Experience heißt sie. Heute Morgen ging es los. Es geht um Comic-Helden, Serienstars und Rollenspiele. Im letzten Jahr war die Messe noch in Sao Paulo und da hat sie eine 250.000 Menschen angezogen. Und deshalb ist die Kölner Messe natürlich richtig happy, dass die Comic-Con jetzt hier in Köln ist. Mit der Comic-Künstlerin Heike Haupt waren wir heute da. Comicfiguren. Auch der Künstlerin Heike Haupt gehen sie seit Jahren nicht mehr aus dem Kopf. In der Kölner Südstadt hat sie ihr Atelier. Comics, ihre Leidenschaft. Mit Comics kann man Emotionen in einer Sekunde erreichen. Das ist das Schöne an Comics. Mit ganz einfachen, mit 3-4 Strichen hat man sofort was erreicht. Inspiriert hat sie vor langer, langer Zeit Alfred E. Neumann, der Titelheld der Satirezeitschrift Mad. Die ersten Mad-Hefte waren eigentlich so meine Humorschule. Mein Bruder sah aus wie Alfred E. Neumann und damit hat es angefangen eigentlich. Und auch auf der neuen Messe Comic-Con sucht die Künstlerin Ideen. Und die gibt es reichlich. Es gibt nichts, was es nicht gibt. Und so lässt sich die schöne Dezibel aus Leipzig erst knipsen und dann in einen Comic zeichnen. Andere lassen ihr Outfit tunen. Und wieder andere feiern das Leben. Ihre Helden und die Messe. Ja, super geil. Wir sind extra aus dem Ruhrpott gekommen, um uns das hier anzusehen, ne? Und ich habe heute auch Geburtstag und ich habe mir es so sehr gewünscht, weil ich liebe einfach Marvel. Ich finde es bisher total genial. Also es ist super schön aufgebaut alles. Man hat richtig viel Platz. Es ist schön viel los schon für so einen frühen Morgen. Und das Tolle ist natürlich, wenn die ganzen Fans auf einen zukommen und dann jemanden im Kostüm sehen, wie mich als Captain Marvel. Und dann gerade so kleine Kinder mit leuchtenden Augen und schreien, hey, guck mal, da ist Captain Marvel. Und das ist immer so das allerbeste Gefühl, wenn man selbst auch im Kostüm hier ist. Es macht richtig viel Spaß bisher. Und im Messekino wird's bestimmt noch richtig voll. Bei Filmpremieren und den Meet and Greets mit den ganz großen Stars. Hier bei der CCXP geht es darum, dass wir einfach hier das beste Event von der Qualität auf die Beine stellen, was hier in Europa stattfindet. Das heißt vor allem natürlich, dass wir bei dem Kino die höchste Qualität bieten, weil sonst werden hier keine Weltpremieren gezeigt, wie zum Beispiel morgen Fast and Furious, der neue Trailer. Sonst werden auch nicht die Stars geschickt von Game of Thrones und anderen großen Serien. Wir wollen hier in Köln die größte Veranstaltung, das größte Event für Stars, für Superhelden, für Cosplayer und für Comic-Fans schaffen. Für Künstlerin Heike Haupt ist Köln dabei auf einem guten Weg. Das hier ist die volle Bandbreite, das gefällt mir super gut. Also das ist was für die alten Leute wie mich, die klassische Zeichnung sehen wollen, genauso wie für die Jungen mit Mangas. Und das ist eigentlich ein Pop-Festival hier. Zurück im Atelier in der Kölner Südstadt ist Heike Haupt inspiriert und lässt ihrer Kunst freien Lauf.